Nein. Vorbei. Was? Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier zu der Evil Film der Sideman. Back in Action im nächsten Part. Im letzten Part haben wir unsere Hand gescannt, unsere Augen gescannt und sind hier rumgeschlichen und haben irgendwie neue Monster kennengelernt, die anscheinend blind sind. Super. Ich bin begeistert. Und wir müssen jetzt eigentlich den Weg finden. Hab ich jetzt gehört? Nein. Den Weg finden, wo wir eigentlich hin müssen. Ich habe keine Ahnung, wo der Weg uns hinführt. Ah, okay, ich sehe schon. Ich sehe schon, wo der Weg uns hinführt. Ach du Kacke. Die Frage ist, kriegen wir den von da weggelockt? Wir müssen da oben rein, okay. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Wo hat sie die Flasche hingeworfen? Die ist so dumm. Schnell durch. Die ist so dumm. Wirft sie wie immer gegen. Scheiß Ding, hey. Boah, lecko mio. Aufmachen. Das macht voll Krach. Oh Mann, hey. Das macht mir zu viel Krach. Das ist mir. Ach du Kacke, 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 Kacke. Ach du Scheiße. Da geht's nur weiter. Oh. Zurück, 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 zurück. Meine Fresse. Ah, das Viech geht wieder zurück, okay. Ach, das macht es die ganze Zeit. Deswegen. Das ist so ein Tor, dass es die ganze Zeit macht. Boah, leck. Wo muss ich rein? Da rein, hä? Ja, aber es geht doch nicht ganz auf, oder? Doch, geht's ganz auf. Ach du Scheiße. Oh, du Kacke, 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 Kacke. Ach du Heilige, Heilige, Heilige. Ach du Heilige, Heilige, Heilige. Wo bin ich hier gelandet? Alter. Zu krass. Was ist das für Viecher? Kann man nicht, wenn die mich einmal haben, ich, ist vorbei. Oh. Ja, ist doch scheiße. Ist die Frage, was haben die von der Range? Sind zwar blind, aber die haben halt auch eine Range. Glaube ich mal zumindest. Ich erschreck mich hier gleich. Darüber muss ich, ja? Wie denn? Die sind da voll schnell. Was macht der für eine Runde? Der macht so eine Runde, okay. Eigentlich muss ich dem hinterher. Kann ich nicht, weil der die ganze Zeit so eine komische Runde läuft. Oh Mann. Ich glaube, da muss ich hier kurz eine Pause machen. Ich einfach schon mal safe bin kurz. Boah, jetzt habe ich gerade gedacht. Das Viech hat mich.
Nein, nein, nicht zugehen. Nein. Vorbei. Was? Was? Das hat mich nicht gekriegt. Ich stand direkt daneben. Lol. Noch eine Flasche. Ah, überfahren kann man's. Natürlich praktisch. Muss jetzt auch da drüben durch, ne? Denke ich mir jetzt mal. Ja, da oben ist die Leiter. Muss ich nochmal zurück und dann da durch. Geil! Habe ich mir immer gewünscht. Einziges Tolle, man kann fast neben denen stehen, das interessiert die nicht. Aber natürlich geht das jetzt zu. Lass dem noch eine Runde laufen. Nein. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Natürlich nicht. Häng ich da fest. Gott sei Dank ist da auch eine Ecke. Jetzt aber. Das Viech ist da weg. Kann ich das... Kann nur eine Flasche mitnehmen. Oder? Ja, kann nur eine Flasche mitnehmen. Schade eigentlich. So, erstmal hoch. Wo bin ich denn jetzt? Ah, hier. Und ich muss den Check noch schaffen, hey. Da muss ich auch noch rein. Ich muss ja hier. Freunde, ich weiß genau. Oh, da liegt was. Aufnahme 1. Kidman, Julie. Sie haben eine ganz schöne Akte, wie ich sehe. Sie haben während der Polizeiausbildung lesen gelernt. Ich bin beeindruckt. Sparen Sie sich bitte Ihre Sprüche. Was ist das für ein Ort? Wo bin ich hier? Sie wurden festgenommen, Miss Kidman. Sie sind vorerst in Gewahrsam. Aber das ist offensichtlich, nicht wahr? Danach habe ich nicht gefragt. Das hier ist kein normaler Verhörraum. In der Untersuchungshaft gibt es keine gepolsterten Stühle. Keine aktuelle Adresse? Mit 14 auf sich allein gestellt? Von zu Hause abgehauen. Erstaunlich, dass Sie so lange durchgehalten haben, ohne einen Ausweg zu suchen. Wenn Sie wirklich so schlau sind, wie Sie tun, hätten Sie doch längst Ihr Leben umgekrempelt. Mir geht's ums Überleben. Sie meinen, ich bin sauer, weil ich erwischt wurde? Im Knast bekomme ich kostenlos was zu essen. Kann ich mitleben. Was, wenn ich Ihnen sage, dass es ab heute anders sein könnte? Sie sind ein schlaues Mädchen, nichts zu verlieren, niemanden, der Sie vermisst. Jemandem mit solchen Eigenschaften könnten sich sehr interessante Möglichkeiten eröffnen. Wie meinen Sie das? Sie meinen, Sie wollen mir eine Art Freifahrtschein anbieten? Nicht ganz, aber etwas Ähnliches. Schießen Sie los. Okay. Aha. War Kidman also früher eine Böse? Sonst ist sie ja gar nichts. Ich muss halt den Check noch machen und dann muss ich den Aufzug rufen, wie es aussieht. Aber wenn ich hier sicher ist es wieder so laut, dass die anderen kommen, die Viecher. Hoffentlich ist es nicht laut. Sei leise, sei leise. Entlassene Agentin Julie Kidman. Oh ja. Entlassungsgrund Befehlsverweigerung. Profil reaktiviert. Daten wurden zur Analyse an Mobius gesandt. Befehlsverweigerung? Das ergibt keinen Sinn. Egal, jetzt müsste ich die Türen aufbekommen. Befehlsverweigerung? Was hatten die denn angestellt? Das ist natürlich krass. Das Ding ist halt, die waren jetzt wahrscheinlich von dem Krach hier so angelockt. Denke ich mir, oder die Tussi kommt. So. Jetzt kann ich natürlich hier rüber.
hab noch eine Flasche. Frage ist halt, das war doch der Raum vor, wo die als erstes gekommen sind. Es war mir so klar, dass das nicht einfach so dasteht. Es war mir irgendwie so klar, dass irgendwie sowas passiert. Und die Leichen liegen doch nicht einfach so da. Das wäre mir ja echt ein Wunder gewesen. Und sieh ja hier die eine Leiche. Lebt da noch? Oder Leichen liegen da, falls jemand dich jagt von den Viechern, dass du da hinrennen kannst. Kann gut auch möglich sein. Aber wir... Boah! Ach du Scheiße. Du Arschratte. Aua. Lol. Das Viech kommt einfach raus. Meine Fresse, keine Waffe. Wieso? Wieso? Bitte nicht. Oh. Irgendwas passiert. Ja? Ah, hinten raus. Hallo? Ist wieder so ruhig. Ich geh mal eine Runde speichern. Das muss sein. Alter. Kommt der Typ aus dem Fahrstuhl? Als es nicht schon reichen würde? Krass. Jetzt habe ich ein neuer Speicherplatz gemacht. Aber was soll's. Ja, ja. Machen wir nochmal speichern. Wirklich überschreiben. Natürlich. So. Danke, Kätzchen. Wir müssen aber jetzt weiter. Wir haben eine Mission. Und zwar Leslie holen. Ja, lass mich einfach. Lass mich. Warum ziehst du nicht einfach deine Stöckelschuhe aus? Wie wär's? Es ist nicht gesund. Viel zu laut. Mann, ey. Jetzt komme ich aber halt durch, hä? Ist einfach viel zu laut, die Tussi. Schauen wir mal, ob wir jetzt durch können. Wir haben ja uns getestet und haben uns wieder eingefügt. Geht doch. So, nu? War es gerade genug Action? Ich will nicht noch mehr Action. Ich versteck mich. Ich versteck mich. Liegt hier irgendwas? Nichts, hä? Ich möchte da nicht hochlaufen. Sieht nicht gesund aus da oben. Sie fragt mich eh, wo ich jetzt bin. Liegt hier noch was? Lieber schleichen. Ah, großes Areal. Heißt immer Monster normalerweise. Aber weit und breit nichts. Oh, safe. Oh, nee, nicht schon wieder. Hä? Ah, ich muss wahrscheinlich irgendein Muster reinmachen. Das muss ich finden. Keine Ahnung, was das für ein Muster sein kann. Ich hab noch eine Flasche, falls was sein sollte. War mir unklar. Das große Viech, oder? Oder wer kommt? Hallo? Wer kommt? Hallo? Kann ich hier irgendwas aufmachen? Nein. Sicher irgendwas. Hier liegt einfach gar nichts. Null. Niente. Nada. Ich gehe lieber langsam. Nicht, dass jetzt hier gleich Fräulein... Ja? Wer sprach? Hier ist auf jeden Fall was beleuchtet. Ich frage mich nur, warum?
Beleuchtet ist doch manchmal immer wichtig. Aber anscheinend nicht. Hier ist absolut gar nichts. Hallo? Ich will aber auch nicht laut laufen. Was war das? Mann! Finde ich nicht schön. Irgendwas ist hier. Ja, guck mal, was die Geräusche, ey. Die mit ihren... Oh, Schuhe, zieh sie einfach aus, Mädel. Wie wär's denn? Ja, einfach ausziehen. Ey. Hier ist doch in der Nähe was. Es kommt sicher gleich runter. Aber ich muss ja irgendeinen Anhaltspunkt finden, wie ich das eine Rätsel löse. Jetzt nur eine Treppe nach unten. Aber sonst ist ja auch nichts. Die Geräusche sind extra eingebaut, das ist unfair. Aber wie ich das Ding machen muss. Gute Frage, hä? Nö. Kann man halt leicht so. Warum sollte man das wissen? Sicher eine Reihenfolge oder so. Irgendein Zeichen, was ich da eingeben muss. Aber... Wo soll ich das herhaben? Gute Frage, nächste Frage, hä? Sagt's mir! Einfach gar nichts hier. Warte mal. Haha. Ah, so, so. Und in der gleichen Reihe unten, nein. Doch. Hier. So, so, so. Okay. Guck mal, ob ich es merken kann. Wusste ich doch. Irgendwo muss ja... ein Ding sein. Ah! Prefab brennt 4. Bin ich nicht gut? Rätsel kann ich. Ja, egal. Bevor ich jetzt hier weitergehe, werde ich diesen Part auch beenden. Im nächsten Part werden wir hier weiter spazieren und gucken, was dann passiert. Seid dann wieder dabei. Lasst einen Daumen und einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.